Hast du auch schon mal Leute rausgeschmissen? Das ist eine Definitionsfrage. Naja, ich rede über Kündigung. Zum Beispiel jemandem sagen, sorry, geh bitte, ich hasse. Nein, bei dir kann ich dann niemand gekündigt. Also, man geht. Hallo Leo. Hallo. Grüß dich. Hi. Prost. Prost. Schön, dass du es geschafft hast. Du bist wahrscheinlich der einzige meiner Gäste, der es wenigstens versucht hat, mal ein Studium abzuschließen. Und das hebt die Sendung, also wenn man überhaupt von einer Sendung sprechen kann, in ja, ungeahnte Sphären. Das wird sich noch herausstellen. Ja, das stimmt. Sag mal, für alle, die jetzt nicht sofort wissen, ach krass, der Leo, endlich sieht man ihn wieder, muss ich kurz sagen, wer du bist. Du bist Leo Fischer. Das ist korrekt. Und du bist Schriftsteller und Kolumnist, aber in allererster Linie den meisten wahrscheinlich bekannt als der Redakteur und ehemaliger Chefredakteur der Titanic. Richtig. Was ist heutzutage noch Satire? Es ist tatsächlich wahnsinnig viel Satire und Satire ist en vogue. Also es gibt unglaublich viele satirische Formate, was uns von Titanic natürlich immer schmerzt. Denn eine Zeit lang hatte Titanic das Monopol auf Satire. War also wirklich die einzige krass komische Publikation. Auch wenn man ins Fernsehen guckte damals, Titanic war wirklich sehr allein. Und Monopole haben natürlich immer irgendwas Trauriges und Titanic hat versucht, von der Konkurrenz zu lernen, aber mittlerweile ist halt alles satirisch. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Also es gibt so die Theorie, dass Satire und kritische Auseinandersetzung mit Politik oder den Mächtigen insgesamt ein Kennzeichen von demokratischen Gesellschaften ist. Also je mehr Satire, desto demokratischer. Ich weiß aber nicht, ob ich mich dem anschließen soll. Du warst oder bist der jüngste Chefredakteur aller Zeiten der Titanic? Also darüber streiten sich die Gelehrten. Also einige meiner Vorgänger, darunter Oliver Maria Schmidt, waren auch unter 30. Das genaue Jahr, das weiß ich nicht genauer. Ich war unter den Jüngeren. Wir behaupten jetzt mal, du warst der Jüngste. Ja, ja. Wie wird man so jung Chefredakteur eines bekannten Satiremagazins? Reiner Zufall. Also ich war tatsächlich seit 10 Jahren der erste Redakteur, der überhaupt wieder eingestellt wurde. Also vorher war lange Pause. Und der damals amtierende Chefredakteur Thomas Gseller hat sich immer als Interimschefredakteur verstanden. Also wollte zunächst nicht, stand auch eine Zeit lang im Editorial als Interimschefredakteur und war in der Rolle eigentlich nicht sehr glücklich und hat dann relativ überraschend für uns alle die Segel gestrichen. Und dann hieß es, irgendwer muss es machen und im Zweifel macht es der Jüngste und Dümmste. Und der seine Fähigkeiten vollkommen überschätzt und der gar nicht ahnt, was da auf ihn zukommt. Sag mal, muss man dann nicht auch tatsächlich Korrekturen schreiben, Texte? Das heißt, du hast Sachen korrigiert? Wie Richtig, viel hast ja. du so korrigiert? Alles. Also der Chefredakteur der Titanic ist zugleich auch der Textchef und er macht auch das Schlusskorrektorat. Das heißt, ich habe tatsächlich jedes einzelne Komma der Hefte, die ich betreut habe, gelesen und für gut befunden. Und hast du auch schon mal Artikel komplett rausgeschmissen? Also hast du auch schon mal Leute rausgeschmissen? Das ist eine Definitionsfrage. Naja, ich rede über Kündigung. Zum Beispiel jemandem sagen, sorry, geh bitte, ich hasse dich. Bei Titanic wird niemand gekündigt. Also, man geht. Ah, okay. Aber so ein Satz wie, wenn ich du wäre, wäre ich jetzt gegangen? Nee, sowas gibt es auch nicht. Auch nicht. Es gibt so eine Stimmung in der Redaktion und es gibt halt Leute, die schon länger auf dem Sprung sind. Und dann führt man halt einfühlsame Gespräche und fragt, wann man das dann in die Tat umsetzen möchte. Nun, um das nochmal festzuhalten, 27 und dann kommt sowas auf einen zu. Plötzlich ist man Chef, genau. Hat Verantwortung für Mitarbeiter. Schläft man da noch gut? Also schlafen habe ich tatsächlich nie Probleme, aber das liegt auch an Freund Alkohol. Russ, der spielt eine große Rolle bei euch, behauptet man. Ne? Doch, das kann man so sagen. Also ihr seid eine trinkfreudige Redaktion. Mhm. Also es gibt Redaktionen, in denen, na sagen wir, wir sind eine altmodische Redaktion. Also früher gab es in jedem Unternehmen Bierkästen und ich habe als
als Schüler bei Siemens in Regensburg gearbeitet. Da gab es noch Bierautomaten für die Belegschaft. Gibt es ja übrigens in Mallorca am Strand. Ah, ja. Also das ist ja, gab es früher ganz viel. Mhm. Gibt es nicht mehr. Gab es früher auch, ich habe auch eine Lehre mal gemacht, eine Banklehre, da gab es die auch. Mhm. Fürs Feierabend- und Wegbier. Ja. Die sind alle weg. Also unsere Bierautomaten sind aus unserer Gesellschaft verschwunden und sind jetzt in Mallorca am Strand. Ja, ich finde das bitter. Also auch, dass das Trinken komplett in die Freizeit verlegt wird und dann aber auch so ein Druck dahinter steht. Also wir müssen jetzt total besoffen werden und wir müssen jetzt richtig was erleben und so weiter. Und Arbeiten hat sich auch verschoben. Eigentlich ist all das, was früher irgendwie wichtig war, Trinken und Arbeiten, ist jetzt findet auch viel mehr in der Freizeit statt. Ja. Stattdessen findet aber viel weniger Freizeit während der Arbeit statt. Ich wollte es nur mal sagen. Weil das ist ein schöner Satz. Gut, okay. Darf man sich über Islam und Islamismus und Islamisten lustig machen? Selbstverständlich, man muss es sogar. Man muss sich über alles lustig machen. Also sämtliche gesellschaftlichen Formationen, die irgendwie Macht beanspruchen oder sich in die Öffentlichkeit drängen, müssen permanent befragt werden und müssen auch verspottet werden. Wie macht man sich über Islamisten lustig? Wir haben das zum Beispiel in Titanic mal getan mit einem Artikel, wo wir Hassprediger auf ihre Hasseigenschaften getestet haben. Deutschland hat ja eine starke Hasstradition. Also hier wird seit Jahrhunderten hervorragender Hass angebaut. Und ob dieser importierte Hass tatsächlich unseren hohen Ansprüchen genügen kann. Und wir haben tatsächlich verschiedene Hassprediger analysiert. Was ist dein Lieblingshassprediger? Sein Name fällt mir gar nicht ein. Er kommt aus einem nordafrikanischen Land ursprünglich. Er ist sehr schön. Er bildet sich auch offenkundig was drauf ein und spricht auch gern über die Schönheit des menschlichen, insbesondere des männlichen Körpers. Den Namen müsste ich jetzt nachschlagen. Gibt so Tipps, wie man sich richtig rasiert und macht. Aber eben so in dieser Hassprediger-Attitüde. Also das sind so kleine Exkurse innerhalb seiner Predigten, also wo er zunächst über seine Glaubenssätze und seine verrückten Vorstellungen vom Jenseits spricht. Und dann spricht er aber darauf, wie ein schöner Mann im Islam auszusehen hat. Und er macht auch sonst gerne Witze. Also das ist sozusagen der Pretty Boy unter den Islamisten hier. Schlimmer als Hitler oder? Nein, das war eben das für uns Erstaunliche. Also diese Predigten, die da abgelassen wurden, die waren eigentlich ziemlich zahm. Also weit unter dem, was beispielsweise in Spiegel Online Foren oder bei Welt.de so als Leitartikel durchgeht. Nö, also eigentlich so auf robustem Stammtischniveau. Also jetzt nicht sympathisch, aber weit entfernt von den Hasslevels, die wir hier in diesem Land gewohnt sind. Welche schönsten Sachen sind dir aus Zufall passiert während deiner Amtszeit? Na, dass einen der Papst verklagt, da kann man wenig dran drehen.